Oh ja, und ich will dem salzigen Mast mal oben in die Spezialabteilung gucken, wo man nur als Ehrenmitglied reinkommt, weil die verkaufen da ja spezielle Waffen. Ich rede schon komisch. Spezielle Waffen für das Volk. Nein, ich bin kein Echsenmensch. Ja, ein Haufen Bordellhainis. Oh nein, ich steige sicherlich nicht niemandem in die Kiste. Was war hier denn drin? Die Schriften des Beerats, nö. God's keep you. Die kann mir nichts Neues erzählen. Ich bin für etwas Ruhe hergekommen. Vielleicht hätte ich nur mal ein Zimmer, genau. Verfassung, Athletik, Gewandtheit, Wahrnehmung. Nö, eigentlich nichts davon. Was ist mit dir? Du bist immer noch deprimiert. Lass mich einfach in Ruhe, Hail, ja. Traveler. Auf Wiedersehen. Okay. Die anderen sind alles nur Arbeiter hier, sag ich mal. Die neuen Mitglieder sind allesamt Heuchler, die haben keine Klasse. Ja. Genau, in den Club von denen will ich rein, weil die haben da einen Händler. Vielleicht kriege ich daher Rubine. Und ja, ich weiß, ich renne schon seit Goldtal oder seit der ganzen Weile mit dem mit ein und derselben Arbaleste rum, aber dadurch, dass man die einfach upgraden kann, ist das irgendwie viel cooler. Efre, du siehst nicht aus wie ein. Ich werde auf jeden Fall bei Wennern ein gutes Wort für dich einlegen. Genau hier will ich rein. Hier geht es immer tierisch ab. Genau, in diesen Club will ich. Hier war mal was drin versteckt. Unsere Mitglieder schätzen reife und kultivierte Unterhaltung. Genau dich da. Zeig mir mal, was du anzubieten hast. Genau. Den da zum Beispiel finde ich gar nicht mal so schlecht, schon mal vom Aussehen her. Sekunden. Ist schwächer, weil er. Okay, er ist zwar gut. Korrodieren Schaden. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Also ja, als Schmetterschaden. Kritische Treffer können niederschlagen. Das klingt cool. Aber nee, lassen wir den Dinger mal weg. Mich interessiert der Bogen, den sie hier hat. Gebogener Bienen, den er hier hat, gebogener Bienenbogen. Außergewöhnlich. Nee, da ist die Beharrlichkeit auf jeden Fall besser. Ja, sieht man hier oben auch am Wert. Beharrlichkeit ist hier definitiv besser. Okay. Da können wir auch gerade mal nochmal den hier vergleichen. Gerechtigkeit ist schwächer. Vor allem kritische Treffer können niederschlagen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Okay, ich überlege es mir noch, während ich hier mir den Rest anschaue. Das ist ein Morgenstern, den brauchen wir nicht. Eine Akebuse. Oh ja, das Ding müssen wir auch mal anlegen. Ist auf jeden Fall schwächer als unsere Schutzmauer. Macht schon mal weniger Schaden. Hat aber der SR-Umgehung. Du hast dafür plus 20% Angriffsgeschwindigkeit. Kritische Treffer können niederschlagen. Aber machen weniger Schaden und du brennst. Ja, das habe ich ja hinzugefügt. Gut. Da Kosi Paladins Langschwert, du bist auch ein Zweihänder. Aber ein ziemlich schlechter Zweihänder. Du bist auch nicht viel wert. Du bist ein normales Schwert, ja. Eigentlich ein recht cooles, aber nee. Lanze.
und Schwert von Prix, das ist ein Säbel. Der müsste aber schlechter sein als sein Säbel, oder? Jupp. Yep. Den haben wir ja gefunden, also nö. Umhang des Theokraten. Intelligenz, Entschlossenheit. Oh. Alof, was hast du denn um? Intelligenz, Entschlossenheit, okay. Hat sich erledigt. Ein Gürtel? Nö. Hut der Führerschaft, Entschlossenheit. Und du machst kritischen Schaden. Ah, nee, so eine Bunthaube. Birne der Saftigkeit. Verteidigung gegen Zauber. Maximale Ausdauer. Nee. Okay. Ja. I'm ready. Oh, ich habe vergessen, ich wollte das Schwert jetzt doch haben. Ich hätte gern das Schwert. Und dafür verkaufen wir dir. Verzauberung absteigend. Verkaufen wir dir erstmal magische Sachen, die wir doppelt und dreifach haben. So ein paar. So. Wir haben da einen guten Kriegsbogen und da noch einen guten Kriegsbogen. Achso, du bist mit der Feuerpeitsche. Dann geht der weg. Eine Akebuse können wir verkaufen. Schwerter. Ich habe ja hier sogar ein außergewöhnliches, also kann noch ein Zweck. Guter Jagdbogen. Da kann der gute Jagdbogen weg. Kann ich nicht nach Gegenstandstyp sortieren? Ja, doch, kann ich. Dann sehe ich, was ich doppelt und dreifach habe. Zum Beispiel die ganzen Schilde. Oh, das war zu schnell geklickt. Ich habe übrigens ein paar sehr gute Schilde hier oben. Vielleicht muss ich mal gucken, welches Schild ich jetzt Edda wirklich in die Hand drücke, wenn wir schon mal hier in der Stadt sind. Ich habe hier auch einen Säbel und einen guten Säbel. Na komm, den Säbel, den können wir verkaufen. Kriegsbogen, den Bogen, dann den guten Säbel, weil der Säbel ist ja auch gut mittlerweile, sogar besser. Das ist ein Schwert, ein paar Speere. So, das ganze wertlose Zeug mal weg. Was haben wir denn doppelt? Ein Panzerbrecher, außergewöhnliches Schwert. Doppelt haben wir so weit, wie ich das jetzt sehe, nichts. Ah ja, aber die Bücher. Oh, na doch, hier Stäbe, die können weg. Jetzt gucken wir mal kurz nach den Büchern. Abgenutztes Zauberbuch, Anfängerzauberbuch, kann eins weg. Durchnässtes Zauberbuch, eisengebundenes Zauberbuch. Gestanztes Zauberbuch. Reflexe, vergoldetes Zauberbuch des blauen Schlüssels. Zaubermacherwelt sei okay. Gucken wir mal kurz Rüstungen. Zum Beispiel die Roben des blauen Schlüssels können weg. Die können auch alle weg. Guter Plattenpanzer behalten wir mal ein. Genauso wie Brigadinen. Lederrüstung reicht auch eine. Gambasson. Roben. Rohhautrüstung. Und hier die ganzen nutzlosen Helme mal weg. So. Stiefel der Stabilität und Beseelerstiefel. Und so geben wir nur... Haben wir gerade mehr gekriegt, als wir ausgegeben haben? Das wäre jetzt cool. So. Abwehr. Reflexe. Kritischer Treffer. Schwacher Zauber. Wahrnehmung. Du hast nichts. Ah, du kannst die haben. Und du kriegst dafür Abwehrhandschuhe, so. Dass sie heilen kann, falls Durenz mal ausfällt. So, du bist schon mal gut. Könnten wir dich auch außergewöhnlich machen? Ja, dazu bräuchten wir aber mal wieder einen Rubin. Sekundärschaden hat sie korrodierend, oder?
Ja, die Rostpeitsche hat sie. Und herrisch ist das Schwert. Aha. Na gut. Es macht genauso viel Schaden. Hat Rostpeitsche statt Zerschlagungspeitsche. Ist herrisch und gut. Ja, ist gut. Oh, die da wollten wir noch verkaufen. Ja. Naja, das werden wir ja sehen. So. Den Rest können wir hier vergessen. Sie wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr da sein. Die wird abgehauen sein, nachdem ich alt bin. Hä? So ein frischer Wind hier weht nicht jeden Tag in den Club hinein. Nachdem Serie weg war, brauchte der salzige Mast eine neue Führung. Also hier bin ich. Nein, danke. Also ja, sie ist weg. Dann hat sie auf meinen Rat gehört, nachdem ich ihr einen Haufen Geld gegeben habe. Und gut, das hat sich für Hagrim jetzt nicht wirklich gelohnt, aber... Hagrim hatte sich da schon eingemischt, der wollte das Ganze nicht so auf sich beruhen lassen. Außerdem geben Quests Erfahrungspunkte, das ist meine Ausrede. So, nächster Stopp ist der Leuchtturm. Und dafür mache ich auch mal den Speed-Modus an. Obwohl, ich gucke mal unterwegs, ob ich an den Docks Leute treffe. Und vielleicht sollte ich ins Handelskontor mal kurz reingucken. Das ist ja zum Glück nicht so groß. Übrigens ist das hier meine liebste Gruppenkonstellation, muss ich zugeben. Oh ja, ich wollte ja gerade gucken wegen Edda, wegen seinem Schild. Ah, das kann mal weg. Schilde. Ah, Gegenstandstyp. Schilde. Nein. Bewahrung außergewöhnlich. Schwacher Zauber Winterwindschlagen 1 hervorragend. Hervorragend ist doch schon die beste, oder? Beste Qualität, ja. Supi. Okay, das heißt, eigentlich theoretisch wäre das andere Schild hier, dieses hier, besser, wenn wir es auf hervorragend machen könnten. Du bist nur gut, du bist Vergeltung gut. Was macht denn eigentlich das Schild hier? Verteidigung gegen Betäubung, Verteidigung während Niedergeschlagenheit. Plus 8 Schildabwehr, dreimal pro Ruhephase gibt Schlag. Ja, so wie die Holztür, die hat auch Schlagen 2. Ja, wie auch immer. Nee, da muss Edda mit dem Schild bleiben, auch wenn das ein bisschen klein und mickrig aussieht. Ah, gut, gut. Balianischer Soldat. Oh, Kartugo. Der ist auch ein Händler. Oh, und ihr Schwert sieht böse aus mit dem grünen Leuchten. Was hast denn du zu verkaufen? Ein Haufen Ramsch, den wir dir verkauft haben. Das hier sieht nach nicht Ramsch aus. Händ. Schwacher Zauber, Büro des Verfalls. Sich verbreitende Seuche. Ring der Wunder. Zweite Chance. Verfassung, Macht, Entschlossenheit. Der ist gekauft. Gürtel des Stelgiers. Nee. Amulett brauchen wir auch nicht. Erhöhte konstante Erholung. Was macht das denn? Erholung ist die zeitlichen Handlungen eines Charakters. Ach so. Seelenpeitschen-Bonus. Oh, den können wir kaufen für unsere Mutter. Wildschlag-Bonus. Nö. Ups, das wollte ich nicht. Dracheneier? Dracheneier und Drachenfleisch ist mir viel zu teuer. Sorry.
Tränke brauche ich selber. Ein Vitrak-Hirn.